Hallo, liebe Amateurfunker und alle, die es werden wollen. Heute habe ich mal ein Gerät mitgebracht, das Pofon GT5, beziehungsweise sicherlich den einen oder anderen besser bekannt als Baofeng GT5. Das Gerät gibt es bei einschlägigen Händlern für ca. 50 Euro und ich schaue heute mal in die Packung rein und in dem nächsten Video werde ich mal zeigen, ob es sich wirklich lohnt, dieses Gerät zu kaufen oder ob der Vorgänger eventuell auch ausreicht. Nun ja, fangen wir mal an. Wir machen das Kartönchen auf. Zunächst erstmal ein Handbuch in Deutsch und in Englisch und etwas Informationsmaterial. Dann finden wir ein Mikrofon und einen Ohrhörer. Dann gibt es dazu eine Antenne, einen Clip für den Gürtel, dann gibt es natürlich das Gerät selber, der dazugehörige Akku. Der Akku hat übrigens 7,4 Volt mit 2000 mAh. Die Ladekontakte befinden sich wie immer hinten am Akku. Die entsprechende Ladestation gibt es dazu. Ein Netzteil mit deutschem Standard für die Ladestation und natürlich eine Trageschlaufe. Es gibt eventuell Bundle-Angebote mit Autoadapter etc. Das ist aber hier die einfache Variante. So. Dann würde ich sagen, bauen wir das Gerät einfach mal zusammen. Zumindest die Grundfunktion. Das Gerät selber. Und der entsprechende Akku dafür. Diesmal wird es nicht geklipst, sondern geschoben. Einfach einsetzen und dann schieben, bis es einklickt. So, zu öffnen geht es an diesen beiden Spangen, einfach wieder nach unten ziehen. Der Haltebügel kann geschraubt werden, wir verzichten jetzt ganz einfach mal hier drauf. Nehmen noch die Antenne, so. Eine relativ flexible Antenne. Die schrauben wir hier auf das Gerät. Wunderbar. So, Baofeng üblich ein Drehknopf. Machen wir das Gerät einfach mal an. Es ist die englische Sprache voreingestellt. Die obere Frequenz, die Unterfrequenz, wie es üblich ist. Allerdings ist hier bei diesem Gerät die Eigenschaft, die PTT-Taste besteht aus zwei. Die untere Hälfte der PTT-Taste betätigt die jeweils untere eingestellte Frequenz. Die obere PTT-Tastenhälfte betätigt jeweils die obere eingestellte Frequenz. Die üblichen Gimmicks wie eine LED mit Doppelfunktion als Blinken und natürlich das FM-Radio. Gut, es ist eine Funktion, die ist nun mal gegeben. Ob man sie braucht oder nicht, ist egal. Hier sind die Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon. Ganz normales System, 2,5 mm und 3,5 mm Klinke. Man kann es drehen. So, hier hinten die Ladekontakte zum Laden. Ansonsten Lautstärke, die Frequenzeingabe. Ganz normal. Und natürlich die Tasten fürs Menü und nicht Menü. Zum Senden sind hier zwei LEDs. Einmal hier zum Senden. Und dann entsprechend
zum Empfang die andere. Das Display ist in einer anderen Optik, wie es sonst üblich ist. Ich trage keine Brille, viele Brillenträger sagen mir jedoch, dass diese Art von Kontrast im Display wesentlich besser und einfacher zu erkennen ist, auch wenn man mal keine Brille auf hat. So, das erstmal zu diesem Gerät. Ich werde im nächsten Video das Gerät einmal programmieren und dann entsprechend einen kleinen Vergleichstest anstellen. Bis dahin, schreibt bitte in die Kommentare, was ich besser machen kann, was ich vielleicht erwähnen sollte, oder wenn es euch gefallen hat, gebt mir einfach ein Like. Bis dahin, 73.